Oh, es könnte so schön sein. Es könnte so. Es tut mir leid. Ich bin tatsächlich so, wie ich aussehe. Pass auf, mein Name ist Johannes Schröder. Und ich denke, wie die meisten Männer in meinem Alter, bin auch ich 41. Es ist so, ich bin heute Abend hier, ich sag's euch gerade raus. Es ist tatsächlich so, es ist kein Bühnenblabla oder wie auch immer. Es ist so, ich will die gute Atmosphäre nicht trüben, aber es ist, also ich bin Deutschlehrer. So, pass auf. Ja, es tut mir, ich kann es auch nicht ändern, wie gesagt. So sieht eine Verkettung von Fehlentscheidungen aus. So sieht halbtags aus. Dafür aber lebenslänglich. So sieht es aus, das Leben am Korrekturrand der Gesellschaft. Gestatten. Beamter mit Frustrationshintergrund. Oder, um die Tafelkritzeleien meiner 10a zu zitieren. Guten Morgen, Herr Schröder. Sie Korrekturensohn. Ich habe gesagt, Kinder, wer hat das geschrieben? Korrekturensohn. Das ist genial. Das ist ein Neologismus. Das ist eine sprachliche Neuschöpfung, oder? Das ist eine verbale Klangfusion. Komm da erstmal drauf, ja? Habe ich gesagt, wer von euch hochbegabten Klassenzimmeramöben hat das geschrieben? Meldet sich der Justin, sagt, ja, ich war's. Ja, wohl kaum. Ich bin heute Abend hier, ich sag's euch, ich möchte mich einfach entschuldigen. Stellvertretend für alle Deutschlehrer da draußen, es tut uns leid. Wir können euch eure Lebenszeit nicht zurückgeben. Worunter habt ihr am meisten gelitten? Pass auf, ich werfe mal ein paar Begriffe rein, ihr spürt einfach nochmal nach, ihr lasst es einfach euch durchströmen. Inhaltsangabe, lasst es, genießt es einfach laufen. Erörterung. Gedichtinterpretation, also, oder? Geiler Scheiß. Lyrisches Ich. Das ist auch so eine Seite von sich selbst, die hat man nie richtig kennengelernt, oder so. Wer ist dieses lyrische Ich? Wer von euch hat früher die Kommas immer nach Gefühl gesetzt? Immer einige dabei, oder? Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wer macht's immer noch an der Stelle? Wer bist du? Auch mit dabei. Du bist mit im Boot. Super. Perfekt. Was gab's noch? Hier, Grammatikunterricht. Plusquamperfekt. Es klingt so ein bisschen wie so eine Krankheit, oder? Ich denke mir so, ich komm so nach Hause und sag so, Schatz, Liebling, die Ärzte sind sich sicher. Ich habe Plusquamperfekt. Endstadium. Futur 2. Futur 2, die als vollendet sich vorgestellte Zukunft. Wenn man sich einer Sache in der Zukunft so verdammt sicher ist, dass man sie gewissermaßen bereits als vollendet beschreibt, weil man sich so sicher ist, kann man das machen, alles klar? Beispielsatz. Ich werde heute Abend, was machen wir? 23 Uhr. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Keine Frau abgeschleppt haben. Futur 2. Das geht auch im Passiv. Ich werde nicht abgeschleppt worden sein. Ich werde wieder die 2 Etagen alleine in mein verwahrlostes Single-Apartment hinaufgetorkelt und mir ein Gericht der Marke Bofrost in meine beschissene Mikrowelle geschoben. Kinder, macht Deutschunterricht Spaß, ja oder nein? Macht doch Spaß. Und ich meine, es ist... Was glaubt ihr, wie sich Deutschlehrer sein auf eine Beziehung? Was? Sind Singles heute Abend hier? Ich frage für einen Freund. Ich habe einen durchstrukturierten Tagesablauf bei gleichzeitig kompletter emotionaler Erwartbarkeit. Für wen hört sich das schon mal interessant an? Meine Liebhaberqualitäten erfüllen alle gattungsspezifischen Eigenschaften einer Kurzgeschichte? Kinder, gattungsspezifische Eigenschaften einer Kurzgeschichte, hauptsächlich eigentlich immer nur
eine Hauptperson. Und dann ein offenes und meist unvermittelt eintretendes Ende. Kennt ihr diese Geschichten, die liest du so und denkst so, ja, und dann plötzlich zu Ende und du denkst so, also, hä, weißt du so, was jetzt, weißt du, so ungefähr ist es. Ja, ich habe jetzt online, was? Ich habe einfach mal auf eine Anzeige reagiert, ja. Ja, warum denn nicht? Ja, ich habe, Nein, ich habe, pass auf, ja, ich habe überlegt, die Anzeige selbst war vielleicht ein bisschen vom Ding her, aber kriege ich es zusammen, Wortlaut, doch grob, ich habe einfach mal drauf, pass auf, Wortlaut, 35-jährige Shemale aus Brandenburg sucht feste Beziehung. Ja. Habe ich euch gedacht, ja. Oh Gott. Brandenburg, ja. Naja. Es war okay. Es ist nicht so, dass ich sagen würde. Ja, wir sind in der modernen Schule. Wir sind die HFG, Köln-Chorweiler. HFG ist klar? HFG? Oh, da, okay. Helene Fischer Gesamtschule. Wir sind ein ganz modernes Kinder-Guantanamo. Das ist, ja. Die Modernität einer Schule siehst du an den Abkürzungen, die sie hat. Ja, hier GLK, Gesamtlehrerkonferenz, SLZ, Selbstlernzentrum, weißt du, tatütata. Was haben wir noch? LZ ist natürlich dieses Lehrerzimmer, klar. Bei Klassenzimmer haben wir jetzt erstmal auf eine Abkürzung verzichtet. Da haben wir sozusagen so gesagt, nee, das machen wir als Wort. Schreiben wir es aus, komplett. Machen wir es da, machen wir, lass mal nichts anbrennen. Ich hab, haben wir gedacht, lass mal die Katze im Dorf. Eine Sache noch, wir haben einen neuen Kollegen, ganz neu bei uns, ganz neu mit dabei, im Cholerikum. Pass auf, ein neuer, ja, ganz frisch, pass auf, jung, motiviert, gut aussehend, kompetent, eloquent, beliebt. Im Kollegium, oh, und bei den Schülern, ja, oh, es ist, kurz gesagt, ein riesen Arschloch. So, dreimal dürft ihr raten, welches Fach. Oh, ich liebe euch! Es ist die bildungsferne Spaßgurke aus der Turnhalle. Geistiger Kleingärtner mit Lehrerlaubnis. Ball reingeworfen und der Unterricht ist vorbereitet. Rein mit dem Ball, Tür zu, weißt du, fertig. Nein, ich hab nichts. Bei mir... Der ist okay, ja, der ist, Spitzname Trillerpfeifen Theo, ja, nein, der ist, es ist, Leute, ich hab nichts gegen, der ist, was? Also ich finde, seitdem die Desiree Klassensprecherin geworden ist, hat sie unglaublich an Selbstbewusstsein gewonnen, neidisch, ja, nein, ich hab, bei mir ist, pass auf, der drückt einem jeden Morgen sein Lebensmotto aufs Auge, so richtig, du hast gar nicht danach gefragt, kriegst du jeden Morgen zu hören, sein Lebensmotto, Trillerpfeifen Theo, lebe, krieg ich's zusammen, doch, lebe jeden Tag so, als wärst du das Letzte. Und dann neulich hier Sommerfest, alles schön, alles Tag der offenen Tür, wir durften alle kommen, alle in Begleitung, ja. Ich war einfach dabei, ich hab Trillerpfeifen Theo mit Partnerin, was kann ich sagen? Ein Traumpaar, ja. Oh, ein Traumpaar. Sie, Miss Baden-Württemberg, er, Miss Geburt. Es ist so schön, wenn es passt. Oder wenn es passt, wenn sich zwei Menschen gefunden haben. Zwei Menschen sich finden. Und dann konnte ich auch nicht, bin ich zu ihm, habe ich gesagt, hör mir mal zu, du hormonell entgleister Brüllaffe. Weißt du, hab ich gebam, hab ich... Du genetischer Prachtkarpfen. Jetzt komm mal raus aus deiner Hüpfburg. Aus deinem intellektuellen Abklingbecken. Jetzt gebe ich dir mal Hilfestellung. Lehrer sein ist nicht leicht, ist nicht leicht. Jeden Morgen aufs Neue. Leistungsschwäche, Demotivation, Selbst- und Fremdverletzung, Suchtverhalten, Mobbing. Und dazu kommen noch die Probleme der Schüler. Leute, geht doch mal an einem ganz normalen Vormittag über den Schulhof, egal wo, ob Chorweiler, egal. Und geh mal so ein bisschen so hinter die Tischtennisplatten der hochbegabten Bionadekinder. Weißt du, diese Tischtennisplatten, wo du ohne Nussallergie gar nicht mehr mitspielen darfst. Ja, so ein bisschen so abseits. Und nur die Gespräche, nur mal hinhören. Nur mal die Ohren auf. Privet, Ivan. Kackdealer. Слышали уже об этой драке между Славаем, Дмитрием, Василием и Сергеем возле бусалтыштеля? Только полиция проехала. Они взяли их в полицейский участок и нашли ременовые форштрафенрегистры. Так как они были очень-очень-очень-очень пьяны,
an die noche Valle Ausnüchterungszelle. Ich hab da im Stalla Luce. Ich weiß ja nicht so. An die Passadili namiert jetzt für Sicherheitsverwahrung. Und dann gehst du auf die andere Seite vom Schulhof, hörst dann da mal hin. Salem Gökhan. Na, Ber Muruk. Na, Silzen? Sormaya Amunakoyim. Jarim Saad Lehrerzimmer nennen Önende Beckle dem Schulbescheinigung. Itchen? Nitchen lasem Kardesch, Kindergeld Itchen Amunakoyim. Bütün Hofpause, Buku Buku na Gäste. Schimne der Iki Saad, Herr Schröder nen de Dirne Check. Göttine, Göttine, Soxu, Nominativ, Dativ, Akkusativ, Genitaltief. Ich verstehe auch nicht alles, ja. Aber ich habe das Gefühl, die mögen mich. So viele Missverständnisse, auch Fettnäpfchen, ja. Pass auf, abschließen. Kennt ihr das noch von früher, dass man immer so bei so Hausaufgaben oder so Klassenarbeiten immer das Datum hinschreiben muss? Rechts oder links immer das Datum, wer, wenn nicht und so tatütata-mäßig, weißt du, wurde einem so eingetrichtert. Immer das Datum. Nun bin ich auch Englischlehrer. Neulich Klassenarbeit geschrieben, 10a. Mareike gibt mir die Klassenarbeit. Wie so oft fehlt das Datum? Ich mache also einen großen runden Kreis um die Stelle, wo das Datum eigentlich hingehört und schreibe drunter Date? Fragezeichen. Genau. Sie schrieb dann noch drunter, sehr gerne, Herr Schröder, sagen Sie mir nur wann und wo. Ich hatte ein längeres Gespräch mit der Schulleitung im Beisein der Eltern. Was kann ich sagen? Jetzt bin ich beurlaubt. Vielen Dank, mein Name ist Johannes Schröder. Dankeschön.